Hallo und herzlich willkommen zurück zu Samkat und ein weiteres Video. Und zwar kümmern wir uns heute um den Zoo-Simulator, aber Prolog. Ja, es ist sozusagen die Vorversion, bevor sie am 28. rauskommt. Also wir können sie schon vorab testen. Vielen Dank für den Key. Sie wird dann kostenlos sein, das kann sie jeder testen. Und ihr wird auch ganz doll gepriesen. Ja, der Prolog ist nur ein Teil des vollständigen Spiels und ist völlig kostenlos. Jeder Spieler kann ihn spielen und sehen, was ihn in der Vollversion des Spiels erwartet. So, sind wir aber im Spiel drin, ne? Sehen wir ganz ungleich, der Prolog spiegelt nicht den tatsächlichen Inhalt des Spiels wieder. Mein lieber Dev oder mein lieber Publisher, irgendwie passt das nicht zusammen. Ja, ihr könnt nicht in der Shop-Version dahin schreiben, ja, das ist so zum Testen, alle testen, das ist genau der Spielinhalt. Und hier schreibt ihr es im tatsächlichen Prolog, schreibt ihr es rein, spiegelt nicht tatsächlich Inhalt des Spiels wieder. Das ist so ein Widerspruch für sich, das ist keine gute Werbekampagne. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht ändern könnte oder schreibt es am besten nicht hin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also, weiß ich nicht. Ich fühle mich jetzt schon verarscht, muss ich sagen. Weil wenn ich das Spiel Prolog spiele und das gefällt mir, dann hoffe ich ja auch, ne, so, dass das dann auch in der Vollversion so wird. Und wenn es mir natürlich nicht gefällt, ja, dann ist es natürlich kacke für euch, ne? Aber wenn es mir so doll gefällt und dann kaufe ich mir das nachher, das Spiel, und dann merke ich, okay, das ist ja gar nicht das Spiel, was ich im Prolog getestet habe. Ja, dann ist doch Shitstorm schon mal vorprogrammiert. Also, was soll das? Ja, deswegen. Seid lieber von Anfang an ehrlich. Macht es transparent und dann ist gut. So, ja. Aber was ich schon mal gut sagen kann, ist es auf Deutsch auf jeden Fall schon mal. Wir müssen aber leider gleich erstmal die Musiklautstärke wieder runter machen. Ihr kennt es ja, es gibt sonst Gemecker mit YouTube. So, Qualität, ja, machen wir natürlich hoch, bla bla. Ich habe natürlich jetzt neues Netzwerkteil gekauft. Mal gucken, senkrechte Synchronisation, alles klar. Okay. Empfindlichkeit, bla bla, Deutsch, automatische Speicherung, Kopfnicken, das kann weg, Atmung-Effekt des Spielers kann auch weg, Interaktion, Entfernung, okay, gut, das denke ich mal, passt soweit alles, ach so, ich muss ja immer alles speichern hier, so, speichern, so, gut, ja, hier auch wieder alles speichern, so, zack, okay, gut. Ja, so für den ersten Blick sieht schon gar nicht so schlecht aus. Gut, wir starten einfach rein und gucken, was uns da erwartet. Benennen da jetzt Zoo. Das ist der Somkat Zoo, wie immer. Kennt ihr ja. Und los geht's. Achso. Ich habe auf Schließen gedrückt. Ja, das ist natürlich. Okay, los geht's. Okay. Da zirpen die Grillen. Auf los geht's los. Und es hat sich alles festgefahren. Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Oh, jetzt. Okay, jetzt wieder alles da. Herzlich willkommen! Früher war dieser Zoo ein beliebter Besuchsort und bot vielen Tierarten Schutz. Seine Blütenzeit ist schon vorbei und jetzt steht er leer. Vielleicht kannst du seine ehemalige Pracht wiederherstellen. Dein Verwandter hat dir dieses Grundstück hinterlassen und wenn du dich genug bemühst, werden wir vielleicht wieder im Zoo Tiere sehen, die ein Zuhause brauchen und Besucher treffen, die die Tiere sehen wollen. Klicke hier, um fortzufahren. Okay. Oha. Oha. Also Performance, alter Schwede. Oha. Alter. So, jetzt hat er sich eingeladen, okay. Aber die Maus, die muss auf jeden Fall runter. Boah. Empfindlichkeit, machen wir mal Hälfte. Ja, Hälfte. Ah, ist immer noch zu viel. Alter Schwede, Junge. Machen wir die 3. So. Okay. Alter, also performance-technisch ist es echt... Okay, ist immer noch zu viel, oder? Also es ist echt Wahnsinn. Ich mache mal einfach auf 1. Mal gucken. Ja, auf 1 ist wieder zu wenig. Okay, machen wir auf 2. So, 2. Gut. Ja, das ist okay. So. Boah, aber merkt ihr das? Die Lecks, alter Schwede. Ich laufe nur ein bisschen rum.
Ich glaube, ich stelle Grafik doch mal. Das kann doch nicht wahr sein. Werkseinstellungen. Hi. Hat das sogar alles runter. Sogar das Spiel auf Deutsch, auf Englisch gemacht. So, jetzt mal gucken. Zack, Kopfnicken kommt weg. Guck mal, selbst er stellt das alles auf hoch. Ja, also, denk mal, von meiner Leistung her sollte es nicht daran liegen, jetzt muss ich sagen. Oder? Also hoffe ich doch. Okay, gut. Ah, jetzt hat er das wieder rumgestellt. Scheiße! Mann! So, zwei war mal. Zack. So, jetzt sollte alles gut sein. Okay, testen wir. Also, verwende da mal Aufgaben. Das ist gut. Verwende WASD, um dich bewegen, Maus die Ansicht zu drehen. Verwende den Computer. Das wird hier drin sein. Kaufe eine Schweißmaschine. Kaufe die Stäbe. Oh, Alter. Ich gehe nur mal ins Häuschen. Was sind denn das für Stühle? Das sind ja aus wie Kinderstühle, Junge. Ich glaube, die Assets sind ein bisschen zu klein geraten. Ja, das ist genau meine Größe. Okay, alles klar. So, aber der PC. So, Doc, so groß. Alter, wenn ich mich hier hinsetze. Im Hocken. Guck mal, wenn ich mich bei meinem Schreibtisch hinhocke. Guck mal, wo ich denn bin, hier unten. Yeah, passt. Okay. Ja, kleiner Gag am Rande. Oh Mann, guck mal, da haut sogar schon gleich meine Kamera wieder raus. Kamera, lass mich nicht im Stich, bitte. Kamera, los. Nimm mich Fokus. Ja, nimm mich. Super. Gut, okay. Also, das könnt ihr doch nicht bringen. Das sieht ja aus wie ein Kinderzimmer hier, Junge. Aber okay. Egal. So, okay. Computer. Drücken links auf den Computer. Kaufe Schweiß. Shop. Einführung Computer. Bla bla. Futtermaterialien. Ja, okay. Entnehmen wir Tiere. Kann ich Tiere kaufen? Mhm. Tierverwaltung. Obwohl, warte mal, was war hier? Tiere, die keine Bewohner von dem Zoo sind, können aber jederzeit adoptiert werden. Mhm. Die Tiere hungrig. Okay. Das sieht man hier. Zoo-Status. Werkzeug-Upgrades, Mitarbeiter, oh, Mitarbeiter, gut, okay. Renovierungen, ja. Alte Mode Möbel, durchhängende Zäune. Okay, Benachrichtigungen, ja. Enzyklopädie, okay, gut. Okay, was haben wir bei Benachrichtigung? Gar nichts. Ach, das war jetzt nur Einführung, okay, so. Jetzt, hier, so. Jetzt sieht das auf einmal ganz anders aus, alles. Kann ich mal alles irgendwas anderes drücken? Okay, Shop. So, Schweißmaschine. Was ist das für eine Währung? 38.000, aha. Eine komische Währung, okay. Egal. 1500, so. Du hast gerade den ersten Artikel gekauft. Die gekauften Gegenstände erscheinen im Lager. Du kannst sie aufheben, indem du den Sucher auf sie richtest und linke Maustaste verwendest. Okay. So, dann kaufe die Stäbe. Achso, müssen wir weiter kaufen. Stäbe, Materialien, Stäbe. So. Gut, haben wir alles gemacht. Raus hier. So, geh ins Lager, nimm die Schweißmaschine. Gut, wo ist das Lager? Da ist das Lager. Alles klar, ist gleich daneben. Gut, ich mag ja eigentlich Zoos, ne? Tiere so mag ich auch. Schweißmaschine, drücke linke mal. Gegenstände kannst du verschiedene Aktionen und Dinge aufführen. Okay, 0 bis 9 ist Slots. Ja, wie man es eigentlich kennt, ne? Okay, man hat auch so einen Rucksack. So, Schweißstäbe, da sind die Stäbe. Okay, zack, habe ich. Gut. Okay, geh zum Tor mit Loch. Ein Tor mit Loch. Okay. Okay, gut. Hol Stäbe aus dem Inventar, platziere mit den linken Maustaste in der Toröffnung, wähle die Schweißmaschine und richte den Sucher auf den gewünschten Punkt, während du... Ja, das kennt man eigentlich auch von anderen Dingern, ne? Brauchst Stäbe, okay. So. Zack, genau. Hierhin soll ich das machen. Zack, so.
Aber die sind genau passig, die Stäbe, ne? Genau passig. So. Schweißen. Zack. Ja. Ah. Jetzt. Also ich muss nur halten. Okay. Was ist das für eine Schweißnaht, Junge? Das ist eine krasse Schweißnaht. Aber brauche ich nicht eigentlich noch so ein Verdeck? Sonst werde ich doch blind, oder nicht? Ist das nicht so? So, jetzt habe ich das Tor repariert. Ah, okay. Das hat sich irgendwie zusammengefahren. Ah, das rollt sich denn hier aus. Ah, okay. Verstehe. Okay, gut. So. Zu schließen. Okay. Zack. Das wird hier eingefahren. Gut. Adoptiere ein Tier unter Tieroption am Computer, platziere es im Auslauf. Geh zum Käfig, lass das Tier mit linker Maus hinaus und benenne es. Geh zur Informationstafel und überprüfe die Tierbedürfnisse. Okay. Alles klar. Boah, aber... Also performance-technisch muss man ja echt noch einiges tun, muss ich sagen. Wir können ja mal gucken, ja, was meine Performance sagt. Können wir mal gucken. Na? Da. Also, Auslastung 30%, Arbeitsspeicher die Hälfte. Ja, natürlich Grafikkarte vielleicht, ja. Aber das ist ja normal bei 100% so. Vielleicht liegt es ja doch wieder an der Grafikkarte, wer weiß. Ja, ich bin schon dran und dran. Oder drauf und dran, wieder eine neue Grafikkarte zu holen. Müssen wir mal gucken. Die ist wohl jetzt nicht mehr so gut. Gucken wir mal. Okay, so, kommen wir da. Tieradoption, Breit, Maul, Nashorn. Weibchen, Männchen. Oha. Alter 41, das heißt, die wird wohl bald sterben, wa? Okay. Also, umso älter die Tiere sind, umso billiger sind sie. Aber es gibt hier anscheinend nur ein... Ne, hier ist noch ein Weibchen, okay. Ich denke mal, wir machen zuerst ein Weibchen. Wir suchen ein neues Zuhause für ein ruhiges und zartes Nashornweibchen, was bisher alleine im Gehege gehalten wurde. Das Tier liebt Leckerlis und findet sich leicht in einer Gruppe mit anderen Tieren wieder. Wir suchen ein neues Zuhause für ein ruhiges und zartes Nashornweibchen, das bisher allein im Gehege gehalten wurde. Das Tier liebt Leckerlis und findet sich leicht in einer Gruppe mit anderen Tieren wieder. Wenn es doch nur alleine gehalten wurde, wie können die das wissen, dass es sich leicht in eine Gruppe einfindet? Oder? Also ist jetzt so mein. Ja, so, obwohl hier lebt lebhafte Haltung, sie werden eine freundliche Art ziehen, die aufmerksame Besucher auf sich. Ich glaube, ich nehme den. Vielleicht ein bisschen teurer, das machen wir erstmal Männchen. So, wohin? Hier, ne? Waldhöhle, renovationsbedürftig. Ah, okay, wir haben also nur eine Dings. Machen wir das hier rein. Reinigungsbedürfte, keine Tiere im Auslauf, mögliche Tiere und Breitmaulnashorn. Okay, das passt hier rein. Super. Ja, adoptieren, zack, Rinder. So. Breitmaulnashorn wurde geliefert. Geh zum Käfig, lass das Tier frei. Okay. So. Alles klar. Oha. So ein Teil hier, okay. Dann lauf mal. So, wen nehmen wir das? Nehmen wir so mal, wa? Ist ja ein Männchen. So. Zack. Da ist es. Sonst haben wir überprüfe die Tierbedürfnisse. Wo ist das hier? Hier. Aber ich glaube, ich sollte lieber zumachen, oder? Zack. Nicht, dass das hier rausläuft. So. Ah, das steht sogar da. Okay. Muss ich bloß ein bisschen näher ran. Kann ich auch zoomen oder sowas, falls man ein bisschen blind ist? Ich kann auf Y laufen, nach vorne? Alles klar. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass man auf Y laufen kann. Okay. Jetzt was an der Näpfchen drehen mit linken Maus in den Haaren auf und gieße das Wasser. Okay, also er braucht Entspannung, Spiel, Gesellschaft will er haben. Okay.
Umfeld Wasser, Pflanzenfresser, optimale Temperatur, ist gerne mit anderen zusammen. Okay, ausgeglichen. Mag es besprüht zu werden. Okay, so. Mag es besprüht zu werden. Gut, dann machen wir jetzt hier mal wieder zu. Nicht, dass es uns davonläuft. So, machen wir mal Wasser hier an. Und dann kriegt es ein bisschen Wasser. So. So, voll. Geht zum Computer, kaufe unter Shop Futter das für das. Kaufe unter Shop Futter für das Tier. Oder Futter aus dem Lager, nur Pellets, okay. Ist sogar schon was drin. Guck mal, haben sie die Steine angemalt? Wie das aussieht wie. Als wäre so ein Wald, ne? So ein Busch. Okay. Hallöchen, du Dickerchen, na? Ich drücke I, okay? Ah, kann ich also so machen. Okay, cool. Okay, hier ist überall Schlamm. Die Tiere mögen wohl Schlamm. Okay. So, aufmachen, wieder zumachen. Zack. Automatiktür wäre nicht schlecht so. Zack, also jetzt scheint er wohl von der Performance sich so langsam eingefahren zu haben, ne? Okay, oh, Tierfutter muss ich kaufen. Da immer Pellets, einmal, zack. Reicht das? Ich hoffe doch, wir werden sehen. Oh, jetzt schon wieder. Sobald er irgendwas Neues machen muss, ist schon... Da, Tierpellets. Okay, gehe zum Trog. Futterchen kommt. Hallo, hallo. Futterchen kommt. So, auffüllen. Zack. Jawohl, schütt mal Rinder. Zack, gut. Kauf einen Hochdruckreiniger. Ey, immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Oh, jetzt hat sich's festgefahren. Was ist hier los? Funktioniert nicht mehr. Alles klar. Also, das ist ein Einblick in die Vollversion, dieser Prolog. Ja? Also steht in der Beschreibung des Shops, damit man das Jahrchen auf die Warteliste, auf die Merkliste draufsetzen soll. Es ist ein, der Prolog ist ein Einblick auf das, was einen in der Vollversion erwartet. Und ich sag mal so, wenn nach 10 Minuten schon das Spiel abstürzt, wegen Performance-Probleme, und ihr wisst, ich lasse mich nicht kaufen, ja, und ich sag ganz klar, das ist aber absoluter Mist, es ist so. Wenn nach 10 Minuten das Spiel schon abkackt, ja, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so einen schlechten Rechner habe, ja, so. Wir werden jetzt mal das Spiel nochmal schließen, wir werden es nochmal aufmachen. Und wir werden die Grafik mal auf Mittel machen. Vielleicht liegt es auch an der Grafik. Wir werden sehen. So. Ne, wir machen sie mal wieder auf Mittel. So. Vielleicht ist es dann angenehmer. Fortsetzen. Er hat ja gespeichert. Ja. Vielleicht liegt es auch an mir. Kann natürlich sein. Wir gucken mal. So. Okay, es sieht auch alles ein bisschen jetzt angenehmer aus. Vielleicht liegt es auch an der Grafikkarte, ne? Kann natürlich sein. So. Wir lassen das mal so. Okay. Es fühlt sich auch flüssiger an. So. Wenn das natürlich nicht an mir liegt, dann ist es natürlich totaler Mist. Aber es kann natürlich auch an meiner Grafikkarte liegen. Deswegen wird es mal Zeit wirklich für eine neue. So, trotzdem ist es lustig hier mit den Dingern. Okay, so, also weiter. So, scheint auch wirklich jetzt flüssiger zu laufen. Also nochmal Pellets kaufen. Zack. Ja, das sieht doch irgendwie auch viel besser aus als auf hoch, finde ich. Oder? Keine Ahnung.
glaube, manche Spieleentwickler unterschätzen auch zum Beispiel die Kraft der Grafik. Ne? Die wollen das halt auf 4K hochtrimmen, alles hochballern. Und denke ich mal, da passiert vielleicht so einiges, was wirklich nicht gut tut, ne, dem Spiel so. Und ich finde jetzt auf mittlere Grafik, finde ich das Spiel, so wie es ist, auch flüssiger, angenehmer. Und es sieht auch teilweise echt ein bisschen besser aus, finde ich. Als auf hoch. Aber okay, egal. So. Also ich bin sowieso so ein Mensch, ich achte eigentlich gar nicht so auf die Grafik. Ne? Natürlich muss es gut sein, es muss das zu erkennen sein, ne? Aber ich sag mal so, ich muss das jetzt hier nicht wirklich so detailliert sehen. Also na, manche wollen das ja schon aus dieser Entfernung sehen, dass da Laubwerk ist. Ich brauche sowas nicht. Auch so viel Gras auf dem Boden und sowas, das juckt mich alles gar nicht, will ich gar nicht. Manchmal siehst du, wenn du gar nicht so viel Gras hast, manchmal siehst du da viel besser die Dinge. Zum Beispiel bei Looter oder sowas, ne? Bei Loot-Spiele. Da siehst du meistens, oder wenn du zum Beispiel ganz kleine Viecher besiegen musst, siehst du in den ganzen Gestrüpp gar nicht die kleinen Viecher, wie zum Beispiel Schlangen oder sowas alles. Und auf einmal kommt eine Schlange rausgesprungen. So, würde man die Grafik minimieren, würde man die Schlange sehen, weil weniger Gras da ist, ne? So. Deswegen. Und deswegen, ich bin eher so, ich mag eher Funktionen, ja, anstatt so Grafik. So. Zack. So, Hochdruckreiniger. Okay, es lag wohl anscheinend an der Grafik. Ja, auch das hier, das sind mich gar nicht so Blumen. Weiß ich nicht. Klar, es gehört dazu, es muss ein bisschen schon irgendwie ansprechend aussehen, aber kein Mensch geht gucken, ja, gute Grafik, ja, gute Grafik, oh ja, die ist aber gut getroffen, die Blume, weißt du. Das interessiert irgendwie keinen. Ja? So. Verstehe ich nicht. Da kann die Grafik noch so gut sein, wenn man solche kleinen Ersätze hinstellt. Denkt man ist hier beim Kindergeburtstag. Also, verstehe ich nicht. So, aber egal. So, vielleicht können wir noch größere Möbel kaufen, ne? So, also. Werkzeuge. So, hol den Reiniger. Wir werden sehen. So. Auch gleich als Hinweis an den Publisher bzw. an den Entwickler, sehe nicht alles als Kritik. Ja, es ist, ich spreche mich nur gern aus. Oh, Zufriedenheit geht da runter. Okay, das ist natürlich nicht gut. Ah, das sind ach so, das sind Algen. Ah. Jetzt verstehe ich das. Ah, das ist Schmutz. Ich dachte, dass die sind extra angemalt, damit das aussieht, als würde der sich wie im Urwald fühlen. Ah, okay, aber das ist auch okay. Kann man vielleicht leicht verwechseln, ne? Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Washing-Simulator. Ich glaube, der hofft damit, dass es genauso Erfolg hat, Dinge zu waschen. Okay, hier kriege ich es nicht weg. Sauberkeit des Auslaufs, oha. Das muss ich wirklich alles komplett sauer machen. Krass. Okay, aber ja, gehört dazu, ne? Zum Zoo. Das muss man auch mal sauber machen. Gehört alles dazu. Nicht nur immer schmutzig machen und Tiere angucken. Man muss es auch mal sauber machen. Aber so einen Hochdruckreiniger möchte ich auch gern mal haben, der einfach alles hier wegmacht. So, zack. So. Ah, das ist alles versteckt da hinten.
Okay, 77%, ja, ist ja bald alles sauber. Zack. Auch 90% nur? Nee, wir machen natürlich alles sauber. Zumindest so weit, wie es geht. Prozent. So, haben wir noch irgendwo einen Stein? Juhu! Und wie weit schießt denn das Ding, ey? Juhu! Kann schon einen Ego-Shooter draus machen hier. Ja, manche Stellen kriegt man nicht hin. Schade. Ist wie hier. Prozent, okay, habe ich. Kann ich hier hoch? Nee. Also springen können wir nicht. Oh, da hinten ist was. Da ist grün. Ah, das ist bestimmt Gras, okay. Schon kurze Bereiche anzeigen. Ah. Ah. Okay. Ah, so ganz will's nicht weg hier. Komm, mach sauber. Oh, da oben ist noch. Ah, okay. Da oben zeigt das mal an. Gut. Okay, haben wir 100%? Jawohl, wir haben 100%. Okay, gut. Also man schafft es, auch wenn nicht alle Stellen erreichbar sind. Super. So. Wir nehmen den Slider, um den Zoo unter Computerstatistik zu öffnen. Alles klar. Jetzt müssen wir gucken. Wahrscheinlich. Was fehlt? Zack, 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 zack. Da, Statistik. Okay, so, was darf ich machen? Das sind weitere Angaben an Tiere, Gästebewertungen, Bewertungen, okay. Auslauf, okay, Infrastruktur, Szenerie, Geldfluss, Ausgaben. Ja, Ausgaben habe ich natürlich jetzt schon mehr gehabt. Okay, weitere Angaben, allgemeine Bewertung. Sauberkeit, allgemein Wohlbefinden der Tiere. Das fühlt sich natürlich nicht so wohl da drinne. Und so, warte auf die ersten Bewertungen. Aber dafür muss ich noch öffnen, oder nicht? Damit ich auf die ersten Bewertungen. Oder? So. Machen den jetzt mal auf. Der Zoo ist geöffnet. Gäste kommen an. Okay. Wir gucken mal. Sehen wir die Gäste dann auch? Sehen wir die denn auch, die Gäste? Das wäre natürlich interessant. Wo ist denn der Eingang? Ach, da hinten. Oh, da ja, man sieht einen. Ah, man sieht sogar Leute. Okay. Ja, hier siehst du natürlich nur Baustelle. Ne? Oha. Fängt natürlich gleich wieder an, hier zu lecken, ne? Also, es liegt doch nicht so unbedingt an mir. So. Ja, das fängt natürlich top an, ne? Ja. Hallo. Wie der läuft. Alter, was ist hier los? Warum bin ich so riesig und alle anderen so klein? Ja, da siehst du das Nashorn. Da kommt's. So. Der sieht keine Tiere, ne? Das ist ja klar. Ja, hier ist auch nichts los. Mit einem Tier kann man ja auch nicht wirklich einen Park eröffnen, also. Weiß nicht, was der Sinn daran soll. Aber egal. Oh, die guckt aber grimmig. Was macht die da? Mann.
Die freut sich über einen leeren Raum. Auch nicht schlecht. Okay. Jo, dann tschüss. Okay, guck mal. Ja, die haben die Navigation. Ja, gibt hier kein Google Maps, ne? Das ist so. GPS müssen wir nur ausbauen hier. Die verlaufen sich jetzt schon. Wo sie einfach nur geradeaus laufen müssen. Oh Mann. Gibt's hier eigentlich eine Map oder sowas? Warte mal. Oh, ich habe die Konsole gefunden. Nice. Da ist sogar der Debug-Modus da drin. Hallo? Interessant. Das ist interessant. Okay, also man gibt's. Es gibt hier nichts anderes. Okay, keine anderen Steuerungen. Gut, es gibt nur. Ja. Kriechen. Auf Y kann ich irgendwie nach vorne laufen. Das ist irgendwie ganz creepy. Okay, gut. So, gucken wir unsere erste Bewertung an. Und was sagt ihr? Der Auslauf der Nashörner ist leer. Sie brauchen mehr Dekoration. Ja, vielen Dank. Das weiß ich auch. So, geh zum Auslauf, platziere Dekoration im Auslauf. Okay. Das war doch eine getürkte Bewertung. Junge, Junge. So. Drücke V, um den Dekorationsmodus zu kommen. Ah, jetzt kommen die ganzen anderen Dinger. Okay, also V. Dekorationsmodus, kannst du Objekte kaufen und sie im Auslauf platzieren. Drücken sie nach oben, scrollen, nach unten scrollen, um die Kategorie zu ändern. Mit den Tasten, mit linken Maus, rechten Maus, kannst du die Gegenstände durchsuchen. Wähle einen Gegenstand mit E und wenn du genügend Geld hast, kannst du einen Kauf tätigen, wiederum mit E. Wenn der Gegenstand rot leuchtet, bedeutet das, dass du ihn auf einen falschen Ort richtest. Mit Escape kannst du die Artikelauswahl abbrechen. In diesem Modus kannst du auch das schon platzierte Objekt bewegen. Geh dafür zu dem Objekt, richte die Maustaste darauf, während du nichts anderes hältst, dann noch drücke linke Maustaste. Du kannst das angehobene Objekt mit F abgeben. Okay. So. Gut. Ja. Nee, das will ich nicht. Warte mal. Gegenstand, nächster Gegenstand, rechte Maustaste. Ah, okay. Kratzbaum? Wofür braucht der einen Kratzbaum? Machen wir einen Heuballen, wa? E, machen wir einen Heuballen, so, zack, mal hin. Zack, kann man es auch drehen? Ah. Rechts. Ah, okay. Linke Maustaste, so. Ich glaube, wir machen das mal hier rein. Ach, hier kommt wahrscheinlich nur Futter rein oder sowas, gut. Machen wir den einfach mal hier hin, so. E kaufen. So. Prüfen Sie die Meinung im. Er kommt durch Eis und Heuballen oder was? Okay, ist eigentlich ganz simple Steuerung. Mal gucken. So, prüfen wir das mal. Wegen Eis und Heuballen. Ist eine tolle Dekoration. So, Status. Das zweite Gehege hat schrecklich unterschlüpft und ich hoffe, dass kein Tier gezwungen wird, unter solchen Bedingungen zu leben. Junge, das ist auch renovierungsbedürftig. Da ist auch gar kein Tier drinne. So, kaufen Sie einen Hammer, kaufen Sie eine Schaufel, holen Sie einen Hammer aus dem Lagerhaus, holen Sie die Schaufel aus dem Lagerhaus, nähern Sie sich der alten Hütte. Okay. Darf ich wahrscheinlich renovieren. Achso, kaufen. Immer wieder nur kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. So, Werkzeuge, Hammer und eine Schaufel. Gut, jetzt rausholen. Oha, leck. Nice. Also sobald er was Neues laden muss, hat er ganz schön zu tun. So, wo ist denn? Hier ist die Schaufel. Das ist eine Schaufel? Und das ist ein Gerblech. Das ist doch keine Schaufel. Okay, nähern sich der alten Hütte.
Da hinten, okay. Ah, jetzt muss ich das wahrscheinlich renovieren. So, während Sie den Hammer halten, drücken Sie und halten die linke Maus, um Kraftbalken aufzufüllen, und lassen Sie die linke Maus los, um den Hammer zu schwingen und das Objekt zu zerstören. Oh, darf ich mal was kaputt machen? Okay. Und bam! Und bam! Passiert aber nichts. Nochmal. Und bam! Oh. Bam! Bam! Wie lange dauert denn das? Okay, daneben. Sind wir nix. Oh, jetzt, mit einem Schlag, jawohl. Und bam. Alles klar, so geht das. Und bam. Okay, habe ich falsch. Nochmal. Bam. Hier brauche ich wohl ein paar mehr Schläge. Jetzt, okay. Betonwand hier mit drei Schlägen, nice. So, was noch? Was darf ich noch? Ach, das. Oh, das schöne Bild darf ich kaputt machen. Bam. Drücken Sie und halten die Maus, um das Schaufeln vorzubereiten. Bewegen Sie mit der Maus hin und her, um die Trümmer zu entfernen. Wenn der Sack voll ist, leeren Sie in den Container den Gehege finden. Okay. Ich soll da drinne. Also ich weiß eins, wenn ich so ein Kehrblech benutze aus Plastik und ich packe da so eine Steine rein, dass die auf jeden Fall kaputt gehen. Alles klar, sehr interaktiv auf jeden Fall. Sack ist voll, okay, so. Hier kommt der Müll rein. Ja, alles klar. An was da reinpasst, ist ja Wahnsinn. Aber gut, ist ja nur ein Spiel, ja. Man muss ja nicht alles so realistisch machen, einen Simulator. Okay. So, prüfen Sie meinen Computer. Gut. Aber das Tutorial funktioniert schon mal, ja? Also es gab schon mal Spiele, wo mit dem Tutorial es einfach nicht weiterging. Also das war dann schon Armutszeugnis. So, okay. Zweite Gegend hat schrecklich Unterschlüpfe. Ich hoffe, das ist kein Tier. Achso. Okay, da ist wohl jetzt nichts weiter. Bewertung 2. Okay. Kaufen Sie einen Bohrer. Okay, was darf ich denn noch alles kaufen? Ich will mal Geld haben. Nicht immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Sehen den Bohrer aus dem Lager aus. Fixieren Sie die Position der Tafel. Okay, also man kann ja so einiges Handwerkliches auch tun. Also nicht nur mit Tiere, ne, hat man hier zu tun, sondern man muss auch viel reparieren. Wo muss ich das denn machen? Ach, außen muss ich hin. Vielleicht wäre so ein bisschen schnelleren auch nicht schlecht. Aber gut, der Park ist ja noch klein. So, korrigieren Sie das Brett, okay. Ja, das ist. Brauchen wir auch nicht wirklich durchlesen. Das ist irgendwie. Selbsterklärend, ja. Aber schön mit Minispiel gemacht, damit es ja nicht langweilig wird. Finde ich keine schlechte Idee. Ist gut gelöst. Oh, man darf dann wieder von vorne anfangen. Okay. Gott, okay. Alles klar. Cool. Gehen Sie zum Computer und kaufen Sie ein Tablet. Prüfen Sie Meinung zum Tablet.
So. Tablet kaufen. Dreial, Werkzeuge, da. Zack. 1500 Tablet. Nice. Prüfen Sie Meinungen zum Tablet. Okay. Ach so, die kriegen ein Tablet. Ich nicht. Alles klar. Also, dann hast du das leer. Sie brauchen mehr Dekoration. Okay. Die Information ist, wenn Nashorn gehe, sieht aus, als würden sie gleich herunterfallen. Das habe ich doch jetzt repariert, Mensch. Meinst du ein Tablet? Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Gibt zu wenig Tiere in diesem Zoo. Ja, denn. Gib mir mehr Geld, dann kann ich mehr kaufen. Okay. Auslauf, du. Wo sehe ich das denn mit den. Mit den Tablet? Dekoration, Auslauf. Einmal Wohlbefinden der Tiere. Okay, wird langsam immer besser. Ja. Prüfen Sie die Meinung zum Tablet. Ah. Jetzt habe ich ein Tablet dabei. Okay. Auf Tab. Alles klar. Okay, jetzt brauche ich nicht mehr an den Dings ran. Jetzt kann ich also alles kaufen. Auch hier. Außer Tierverwaltung sehe ich hier nicht. Enzyklopädie sehe ich. Okay. Bedürfnisse. 1 bis 4 Gruppengröße Männchen, 2. Okay, also es dürfen nur 2 Männchen drin sein und 4 Weibchen. Okay. Wasserbedarf, Schlamm, Ernährung, Pellets, Gehege, Spielzeug, Korn, Kratzbaum und Kegel. Okay. Einiges sieht man da. So. Studieren Sie über den Computer ein Tier, das zur Größe des Geheges passt. Okay, ich denke mal, so wiederholt sich das die ganze Zeit jetzt. Wir werden wohl immer wieder reparieren müssen, Gehege sozusagen schmücken müssen, Wasser auffüllen, Essen auffüllen. So wird es wohl jetzt überall sein und dann müssen wir halt hoffen, dass es die Besucher gut geht, beziehungsweise dass es denen gefällt und dass sie halt ein bisschen viel abdrücken, damit wir es immer weiter ausbauen können hier. So, ja. Erster Eindruck, nicht schlecht. Gab es da am Anfang ein bisschen ein paar Grafikprobleme. Aber ich finde, auf mittlere Grafik sieht es irgendwie besser aus als auf hohe Grafik. Dementsprechend leuchtet es auch flüssiger, ne? Und ja. Ab und zu, wenn man ein bisschen was Neues laden muss, zum Beispiel wie neue Gegenstände kauft, dann hat es mal kleine Hängerchen. Aber denke ich mal, das wird noch ein bisschen behoben. Ansonsten. Ist das erstmal ein solides Spiel, würde ich sagen. Und bin gespannt, wie es weitergeht. So, genau, hat euch das auch gefallen? Lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.